Ein Land mit karibischen Stränden, immer noch entstellt von den Narben eines Bürgerkriegs. Üppige Vegetation kann die Kargheit des Alltags nicht verdecken. Die Fahrt mit der Fähre ist ein Kulturschock, ebenso wie die Ankunft in Freetown. 11 Tage Afrika, über Buckelpisten aus rotem Sand bahnen sich die unkaputtbaren Landcruiser mühsam ihren Weg durch die afrikanische Wildnis. Die Route führt über die Distriktshauptstadt Bo bis in die östlichsten Provinzen des Landes. Dort legt das Team des Grazer Sanatoriums St. Leonhard Hand an. 4-mal wird eine Art Feldlazarett eingerichtet. Frauen und Kinder warten Stunde um Stunde in der Mittagshitze, um untersucht zu werden. Das ist eine Patientin, die offensichtlich einen Eierstockkrebs hat im fortgeschrittenen Stadium, wo es eben zur Wasseransammlung im Bauchraum kommt. Da sind sicher normalerweise 2-3 Liter Wasser drinnen. Das heißt, viel kann man in dem Fall aber gar nicht tun? Nein, es ist sicher nicht heilbar, nicht kurativ. Es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen Lebensqualität diesen Patienten gibt und nicht sie quasi durch... Die Afrikaner haben gelernt, dass weiße Menschen in weißen Autos selten mit leeren Händen kommen. Sie bringen Essen, Bildung und Medizin. In Sierra Leone beträgt die Lebenserwartung 47 Jahre. Jedes 5. Kind stirbt im 1. Jahr nach der Geburt. Der Killer Nummer 1, Malaria. Fiebernde Kinder mit apathischen Augen, hunderte Tests mit immer dem gleichen Ergebnis. Aufgedunsene Bäuche von Würmern, die von schmutzigem Wasser kommen, gebrochene Nebel, Unterernährung. Eine Hasenscharte ist hier lebensgefährlich, das Baby kann nicht richtig saugen, für eine Operation fehlt Geld und Personal. In the whole of Kono District. Im gesamten Distrikt Kono haben wir einen einzigen Arzt, der im Krankenhaus arbeitet. Alle anderen werden zwar Ärzte genannt, sind es aber nicht wirklich. Trotzdem muss dieses Baby sofort ins Krankenhaus. Es krampft, hat Schaum vor dem Mund. Die Gelbsucht kann hier nicht behandelt werden. You have to refer this baby immediately to the hospital. It's very important. Man kann nicht alles so behandeln, wie es in Österreich behandeln will. Das muss ich sagen. Ich habe auch damit gerechnet, dass es so ist. Mehr als ich jetzt tue, kann ich hier nicht tun und viele Sachen muss man halt auch dem Schicksal dann überlassen. Das Krankenhaus von Koido ist von westlichen Standards weit entfernt. Hier liegen Schwangere neben Kranken und Totgeweihten. An sich habe ich mir die Lebensbedingungen für die Frauen nicht so schrecklich vorgestellt. Die Riesenprobleme sind die vielen, vielen Schwangerschaften und vielen Geburten, wobei meist nur ein Teil der Kinder überlebt. Diese vielen Geburten im Zusammenhang auch mit der schweren Arbeit, Haushaltarbeit bzw. Tragen der schweren Lasten. Hilfe zur Selbsthilfe. Krankenschwestern werden geschult. Sie sollen das Wissen als Multiplikatoren verbreiten. Die Ärzte haben genau Buch geführt über die drängenden Probleme. Nächstes Jahr will man es noch besser machen. Hier sind wir ganz auf der Basis. Heißt also, dass wir die Medikamente, die wir mitbringen, auf die Menge der Patientinnen, die auf uns warten, abstimmen. Und das können wir nicht alleine gewährleisten. Da brauchen wir Partner auch aus Österreich. Sierra Leone müsste nicht das ärmste Land der Erde sein. Es gibt ausreichend Wasser, Nahrung, Bodenschätze. Nur krankt es an der Struktur, an der Organisation. So gut gemeint die Hilfe von außen auch sein mag, Sierra Leone muss auch lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.